La 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 da 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 da. Oh yeah, baby. Und damit hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VIII Remastered mit mir, dem Shardox. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Hallo Kiri, hallo Leon, hallo Tristan. Schön, dass ihr da seid. Let's go ahead. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben in den Zentra-Ausgrabungsstätten und da machen wir auch weiter. So. Gut. Wir haben hier, glaube ich, alles gemacht, was wir machen sollen. Wir haben zwei Schlüssel gefunden. Wir haben hier auf jeden Fall das schwarze Loch erhalten. Und dann ja. Mir fiele jetzt sonst nichts ein, was wir denn noch benötigen würden. Ist das etwa eine aussichtslose Situation? Okay, ich war jetzt kurz irritiert, dass keine Mucke kommt. Auch schön, dass wir mit dieser Kampfmusik tatsächlich den Stream starten. Läuft bei uns. So, und der Dude, der hält scheinbar ganz schön was aus. Aber sicherlich nicht lange. Ach so, ich hab mal... Ja, alles klar. Ja. Der Finisher, der Klassiker. Erstmal unsere HP auf 1 dezimieren. Und dann war's das auch schon. Ich habe jetzt gerade übrigens mal geschaut. Leider Gottes, ich kann leider nichts dafür. Aber das Stream, der supportet dieses Mal schon wieder keine Qualitätsstufen. Ich habe das Gefühl, wenn ich vor 17 Uhr oder vor 18 Uhr anfange zu streamen, dann klappt das eher besser, aber danach ist eher schon schwieriger. Seht mal, das Meer. Das ist unsere Rettung. Wir können nach Galbadien zurück. Normalerweise nennt man das in der Klemme stecken. Wenn man vom Teufel spricht, kommt er wirklich und holt dich. Das hat Oma immer gesagt. Wenn man vom Teufel spricht, wie recht denn Oma hat? Was ist? Er wurde am Hals erwischt. Er kann nicht sprechen. Wie bitte? Es war schön, Laguna Kiros, mit euch. Gelbe Karte, Ward, sowas sagt man nicht. Als Strafe gibt's Kaugummi ins Haar. Na, willst du dich rächen? Dann heb deinen Arsch. Wow. Seht mal, Kreuzer, wir klauen einen. Normalerweise nennt man das Boote. Meinetwegen Boote, wir fahren damit nach Galbadia. Steht auf, jetzt steht auf, es wird alles wieder gut. Aber man kann mich schon sehen und man kann mich schon hören, oder? Ihr seid echt mutig, normal springt hier kein Mensch runter. Naja, jetzt ganz vorsichtig. Oh, wow, scheiße! War das wieder Laguna? Laguna sitzt in der Patsche. Wie das wohl endet? Für euch scheint es nichts Neues zu sein. Was war das? Wenn nur mir das passiert wäre, könnte ich mir einreden, dass alles ein Traum war. Überlegen hilft, glaube ich, nichts. Wir sollten weiter. Okay, los. Wir sind ja bald da. Hör mal, Squall. Ich möchte mich für das von vorhin entschuldigen. Schon gut.
Schon gut. Ciao. Mir macht's bis jetzt keinen Umstand mit der Quali. Hallöchen, ihr Lieben. Hallöchen, noch Liquid. Oh, da lebt ja doch jemand im Chat. Surprise, surprise. Oh, no. Das Spiel wollen wir nicht beenden. Ganz und gar nicht. Ja, wir fangen jetzt einfach mal hinten wieder an. So, in der Theorie könnten wir ja jetzt eigentlich das machen, was wir machen wollten. Und zwar Adamantine Mais töten, oder? Um dieses Windgeflüster zu erhalten. Und dann brauchen wir sowieso Adamantit. Und dann holen wir uns noch ein Wasserkristall. Und dann schauen wir mal. Aber wir lernen erstmal mit Quistis Desionator. Very, very useful. Drachenzähne auch. Eigentlich schon, würde ich sagen, oder? Drachenzähne droppen aber, glaube ich, eher im Level 10 bis 19er Bereich, richtig? Von Grendels? Aber egal, wir können zumindest nach Galbadia. Ich meine, da finden jetzt sowieso keine Kämpfe statt. Wir verwurschteln hier nichts vom Level her. Oh Mann. Ich glaube, ich hätte es noch besser schütteln sollen. Alter. Ich habe hier pures Vitamin C. Orangensaft, meine Damen und Herren. Aber ganz schön bröckelig. Als hätte sich das Ding selbst gepresst. Hab schon gedacht, das ist ein Cocktail. Oh. Hier geht's ja ganz anders ab. Ja, heute mal was Gesundes statt Energy. Ein bisschen still hier. Ein guter Ort. Und Renoir lacht sich erstmal nur ins Fäustchen. Überlass mal alles mir, okay? Ich war oft hier und kenne den Direktor. Ich werde ihm alles erklären. Oh, wir hätten auch... Wie weit sind wir eigentlich mittlerweile mit Rinoas unsichtbarer Mond? Nicht sehr weit, ehrlich gesagt. Leveln wir denn auch unsichtbare Mond weiter, wenn die nicht in der Partie ist und wir rumlaufen? Ich glaube nicht. Tristan, mein allwissendes Lexikon, was sagst du dazu? Bam, 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 bam. Ja, just in case. Wenn es gerade um Angel geht, dann muss Renoir immer im Team sein. Okay, alles klar. Also, was das Lernen geht, auch auf jeden Fall. Goodie. Wir haben gerade einen Sold dafür bekommen, dass wir natürlich hier wieder durch die Gegend watscheln. Worum wir uns auf jeden Fall kümmern sollten, und zwar ist es genau das. Wir sollten einmal ein bisschen rumlaufen, um mit Angel einfach mal unsichtbarer Mond zu lernen. Das sollte ja, glaube ich, auch so funktionieren. Sehen wir die Fortschritte relativ schnell. Oh ja, ich glaube, ich konnte da auf jeden Fall schon mal was sehen. Wie war denn euer Tag bisher, Leute? Ich hoffe, gut soweit. Ich habe mal heute keinen Mittagsschlaf gemacht, wie ich das sonst immer in der Frühschicht tue. Das heißt, ich bin legit seit 3:45 heute wach. Und ja, so langsam kehrt natürlich ein bisschen Müdigkeit ein, aber ich habe gedacht so, heute will ich mal um 10 wirklich schlafen, einfach einschlafen. Und nicht so wieder gegen 12 und dann wieder nur 4 Stunden oder 3,5 Stunden schlafen. Das ist mir langsam echt ein bisschen zu doof. Mein Tag war gut, das klingt doch super. Und Tristan hat sich erstmal hingelegt heute, der dachte sich, nope. Wie fühlt ihr euch denn, Leute, wenn ihr einen Mittagsschlaf haltet? Wenn ihr das tut, wie lange schlaft ihr so und wie fühlt ihr euch danach? Also wenn ich einen Mittagsschlaf halte, ich fühle mich danach einfach
komplett im Eimer. Komplett. Also, das ist noch schlimmer als das Gefühl, was ich habe, wenn ich kurz vor 4 aufstehen muss, wenn mein Wecker klingelt. Also, super unangenehm. Und von da aus wieder einigermaßen klar zu kommen und dann irgendwie noch was zu starten, ist immer ganz schwierig. Da muss ich echt ganz viel Willensstärke verwenden. Aufopfern, wie auch immer. Das Wort, was ich benutzen will, fällt mir gerade nicht ein. Guck mal, unsichtbarer Mond ist fast fertig. Na, dann laufen wir noch ein bisschen im Kreis. Okay. Wir halten es mal für eure Augen angenehmer und für meine auch. Wir bleiben einfach mal in einem Bereich des Screens. Ich glaube, heute waren es 2 Stunden länger als je zuvor. Musste mir auch echt Mühe geben, aufzustehen. Oh je! Yeah. Aber es ist tatsächlich noch geschafft. Ah, das Geräusch wollte ich hören, Leute. Das Geräusch wollte ich hören. So, und was Reverse angeht, ja, mein Gott. Es ist zwar mega useful, aber ich habe keinen Bock, jetzt noch länger im Kreis zu laufen. Ah, und wir haben schon wieder einen Sold erhalten. Mein Gott. Ob Küstis auch hier unterrichtet hat? Wie kommst du da drauf? Wie lange sollen wir noch warten, ne? Im Galvadia-Garten bist du stinkreich. Yes! Einfach nur dadurch, dass ich einfach im Kreis laufe. Super. Wie war's? Sie haben begriffen, wie unsere Lage ist. Und Bellum ist noch heil. Das Attentat auf den Präsidenten wurde von einem Einzeltäter verübt. Dem Bellum Garden trifft keine Schuld. So zumindest lautet das offizielle Statement der Regierung. Ah. Oh. Mit Täter ist doch Cypher gemeint. Er ist vor Gericht gestellt und hingerichtet worden. Hingerichtet? Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er den Präsidenten entführen wollte. Er hat uns Waldeulen damit in Schutz genommen. Ihr habt Cypher ja damit hineingezogen. Aber als Widerstandskämpfer habt ihr das Risiko einkalkuliert, oder? Ich denke, Cypher wusste das auch. Deshalb solltest du nicht glauben, dass er für euch gestorben ist. Sorry, das sollte eigentlich ein Trost sein. Er war ein Widerling, aber jetzt wo er weg ist? Ihm bezüglich habe ich keine einzige schöne Erinnerung. Man sagt, dass Liebe und Hass nah beieinander liegen, aber bei Cypher war das anders. Naja, er war auch kein böser Mensch. Cell hat Cypher ja gehasst wie die Pest. Das stimmt schon, aber er war immer einer von uns. Das kann ich nicht so hinnehmen. Am liebsten würde ich ihn rächen. Das ist so ätzend. Am Ende hat er es nicht mehr zum Ziel geschafft. Ich habe ihn sehr gemocht. Er war so selbstsicher. Er wusste immer alles. Wenn ich ihn so sprechen hörte, war ich sicher, dass nichts unmöglich ist. War er dein Freund? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Aber keine Ahnung, was er von mir hielt. Liebst du ihn jetzt noch? Wenn das so wäre, würde ich euch das alles nicht erzählen. Das war vor einem Jahr im Sommer. Ich war 16. Es sind schöne Erinnerungen. Ihn geliebt. Kein böser Mensch. Einer von uns. Cypher, du bist ja schon Vergangenheit. Wird man so über mich reden, wenn ich mal sterbe? Squall war dies und das. Werden sie so über mich herziehen?
Verstehe. Sterben heißt zur Vergangenheit werden. Ich mag das nicht. Ich will das auf keinen Fall. Squall, was ist mit dir? Ich will das nicht, hört ihr? Was zum Henker? Er ist ja wütend. Ich will nicht zur Vergangenheit werden. Okidoki. Haben wir das geklärt? Ich will auch nicht zur Vergangenheit werden, also... Noch nicht, zumindest. Wow! Yo, Cell, ich weiß nicht, wie du runtergekommen bist, aber mach mal weiter deine Push-Ups. Hey, Squall! Was macht die hier? Was soll mal die Frage? Wir sind Kuriere. Wir überbringen euch neue Befehle von Direktor Sid. Was für Befehle? Hab mal keine Ahnung. Wir haben es einem hohen Tier hier übergeben. Anweisung vom Direktor. Erklärung. Wir sollten eigentlich nach Timber. Aber es fahren mal keine Züge, deswegen kamen wir mal hierher. Wir sind froh, dass wir euch getroffen haben. Es fahren keine Züge, deswegen kamen wir hierher? Macht das Sinn? Cypher? Ah, genau. Ist Cypher noch nicht bei euch? Cypher ist angeblich tot. Er soll in Galbadia vor Gericht gestellt und hingerichtet worden sein. Lüge! Das ist mal nicht wahr. Ihn stellt man nicht so einfach vor Gericht. Und schon gar nicht mal hinrichten. Das passt nicht zu Cypher. Frage. Wow, Cypher suchen gehen? Bis bald, Squall. Wir gehen nach Galbadia und suchen dort mal nach Cypher. Wo ist eigentlich Galbadia? Er ist in Galbadia hingerichtet. Wo ist Galbadia? Das ist Galbadia Garden, aber... I don't know. Versteht das einer von euch? I don't get it. Ich habe mir jetzt irgendwie noch nie Gedanken darüber gemacht, glaube ich. Aber jetzt gerade denke ich mir so, hä? So, kommt alle her. Wir gehen jetzt hinaus. Da kommt er. Sagt ihm, dass ich auch ein Seed bin. Das erspart uns lästige Fragen. Ich verstehe daraus immer nur, dass es ein Kontinent ist. Ist so, als ob man sagen würde, Cypher wurde in Deutschland hingerichtet. Hm. Du magst wohl irgendwie damit recht haben, aber das ist so... Ne? Es sagt nichts darüber aus, wo es eigentlich ist. Nichts. Gar nichts. Guten Tag. Ich habe neue Befehle für Sie von Direktor Sid. Wir haben das Schreiben nach Rechtmäßigkeit überprüft. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir Direktor Sid unterstützen. Auch widersprüchlich, weil sie ja im Grunde in Galbadia sind. Ja, aber sie... Ja, genau. Es ist so... Hä? Vor kurzem hatten wir nämlich einen ähnlichen Plan erstellt. Damit sie die Wichtigkeit ihrer nächsten Mission begreifen, müssen sie Folgendes wissen. Ich frage mich, was Direktor Sid wirklich übergeben hat. An Informationen. Sie dürfen sich rühren. Sie wissen, dass die galbadianische Regierung die Hexe zur Botschafterin ernannt hat. Die Friedensdelegation ist eine Farce. Ihr Ziel ist pure Einschüchterung. Hexen flößen Furcht ein. Faire Verhandlungen sind nicht möglich. Galbadia will durch Drohungen den anderen Staaten Bedingungen diktieren. Letztendlich will Galbadia die Weltherrschaft an sich reißen. Natürlich bilden wir und ihr Garden keine Ausnahme. Die Hexe hat diesen Garden zu ihrem Hauptsitz erklärt. Das ist so jetzt ist für mich alles so weird, einfach nur noch. Somit bleiben uns im Grunde keine Alternativen. Wir beauftragen sie damit, den Weltfrieden und unsere Zukunft zu retten.
Aber ja, kann wirklich sein, dass Autoren des Textes ein bisschen, naja, sind, ne? Irgendein Übersetzungsfehler oder so. Konkrete Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Schreiben. Fragen? Laut Befehl soll der Auftrag von einem Scharfschützen ausgeführt werden. Wir haben jedoch niemanden, der eine solche Qualifikation besitzt. Keine Sorge! Der Galbanier Garden wird einen exzellenten Schützen stellen. Kineas? Erwin Kineas? Und da soll jetzt wieder jemand in die Kommentare später reinschreiben. Der wird nicht so ausgesprochen. Wieso sprichst du den so? Wie wird er dann ausgesprochen? Kineas? Kines? Kineas? Huh? I don't give a fuck, wie der ausgesprochen wird. So. Das ist Irvine Kineas. Er wird diesen Part übernehmen. Wird auch generell manchmal in dem Spiel Dinge schleierhaft rübergebracht. Tatsächlich, ja. Eigentlich schade. Könnte deswegen auch ein Remake vertragen. Yo. Also irgendwann mal, ich denke mal, wir werden irgendwann mal eins bekommen. Die Frage ist nur, wann, Leute? Vermutlich dann, wenn ich Kinder habe und diese ungefähr 10 oder 20 Jahre alt sind. Abmarsch, wenn sie bereit sind. Ein Fehlschlag ist inakzeptabel. Peng! Und dann kriegt mein Sohn aber Hausaufgaben oder meine Tochter, je nachdem. Er will was Remake spielen. So. Ich setz sie da hin. Fessel die an den Stuhl. So, ihr kommt hier nicht weg. Spielt das. Wie lautet denn euer Befehl? Unser nächster Job? Nein, das ist kein Job. Das ist ein Befehl vom Bellum und vom Galbadia Garden. Wir werden einen Attentat auf die Hexe verüben. Dazu benutzen wir einen Scharfschützen. Irvine Kineas wird der Schütze sein. Unsere Aufgabe ist es, Kineas dabei zu schützen. Falls das Attentat misslingt, werden wir direkt eingreifen. Ich werde dich daneben schießen. Mach dich keine Sorgen. Wir müssen die Hexe um jeden Preis ausschalten, so lautet der Befehl. Unser nächstes Reiseziel ist die galbadianische Hauptstadt, Deling City. Die galbadianische Hauptstadt Deling City wurde in Galbadia hingerichtet. Vielleicht mal in die Deling City. 20 Jahre nachdem F7 Remake vollständig ist und das letzte DLC ist erschienen. Ja. Dort treffen wir Oberst Kabe und erstellen den Plan. Abmarsch! So, ich möchte ein Team bilden, bis wir in Deling sind, ja? Wie findet ihr das, ne? Ich habe erstmal gar nichts dagegen, tatsächlich. Na gut. Wenn du unbedingt Stress haben willst. Stress? So hast du also über uns gedacht. Wir haben verstanden. Lass uns gehen, Mr. Kineas. Was ist denn jetzt schon wieder? Nenn mich einfach Irvine. Ich bin super glücklich, dass ich mit so hübschen Girls zusammen sein kann. Du wärst es nicht bereit, Irvine Oh, ohne Scheiß, ich kenne das gar nicht. Habe ich was Falsches gesagt? Das soll einer die Weiber verstehen. Das ist ätzend. Irvine Kineas, den kann ich nicht ausstehen. Squall, wir gehen zusammen. Was ist jetzt schon wieder? Squall, gehen wir. Wir werden von ihnen vor ihnen da sein, sonst werde ich doch wahnsinnig. Das ist doch kindisch, Mann. Wir werden jetzt wohl öfters die Truppen umbilden. Vielleicht sollten wir das üben. Okay. Nice. Irgendwie war mir das überhaupt nicht präsent. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Und wenn, dann habe ich es vergessen. Weil eigentlich sage ich immer direkt von Anfang an, nein, ich bin nicht einverstanden. Deswegen fand ich das jetzt gerade ganz amüsant, muss ich sagen. Irvine hat im Prinzip genau das bekommen, was er endlich wollte. Ein bisschen Zuspruch. Wenn er jetzt also jetzt gleich im Zug einen Aufstand macht und sagt, ne, niemand versteht mich, dann hau ich ihm eine. Ganz große Klasse. Aua. Orangensaft ins Auge ist nicht cool. Oh mein Gott, Alter, brennt das. Oh, dieses Blup.
mir dann so ein Tropfen ins Auge. Jesus. Jetzt muss ich heulen. So, Behel Mehel ist eigentlich ganz okay. Aber vielleicht später. Von dem können wir Laserkanonen kriegen. Und durch die bekommen wir einen Skill für Quizzes, der sehr, 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 sehr gut ist. Wer sich jetzt eigentlich fragt, warum, wieso ich eigentlich Hintergrundwissen habe. Und ich benutze einen Guide. Und der Guide ist von... Wir wollen ja ein bisschen Credits hier geben. Ist ein, der Guide ist auf Englisch verfügbar auf Game FAQs. Und der Typ, der den Guide geschrieben hat, ist Hyprofant. Und den Guide nutze ich, um tatsächlich reinzuschauen und zu schauen, ob ich nicht irgendwie ganz drastisch was krass übersehe. Nach Dating City kostet es 3000 Gil. Wollen Sie einsteigen? Die Tür wird entriegelt. Stimmt, der Klassiker. Dann stehe ich, guck, es passiert nichts. Ah ja, stimmt, ich muss irgendwo hinlaufen. Selfie, Rinoa, Quist ist... Welche soll ich bloß nehmen? Hä? Gerade wirklich Frag zensiert? Ach, lol. Ich dachte, du hast die Sternchen selber gemacht. Der Zug nach Dating City fährt in Kürze ab. Mit diesem Zug kommen wir nach Dating City. Geteiltes Schicksal, oder was? Hab das eher vergessen. Soll irgendein Schimpfwort sein? Keine Ahnung. Was machen wir mit ihm? Magst du nicht mal schauen, ob Selfie alleine klarkommt? Er war ja ganz still. Oh, du und ich, wir beide teilen uns das Schicksal. Fake habe ich geschrieben und das wurde zensiert, aber egal. Ja, okay, dann verstehst du, warum es zensiert wurde. Das ist ja auch eine Beleidigung sozusagen. Was denn? Liebeskummer? Nein! Bis später. Schätze schon. Wenn du nicht weißt, was es bedeutet, kannst du es gerne bei Google eingeben. Ich will es nicht unbedingt erklären. Mein Herz pocht. Was ist los mit mir? Dieser Einsatz ist wichtig. Du musst jetzt lernen, mit dem Druck fertig zu werden. Ich glaube, ich weiß. Puh. Rinoa. Ah, Erwin Kneas. Du hast eine Schlüsselposition. Reiß dich lieber zusammen. Niemand versteht mich. Ein Scharfschütze ist immer allein. Oh, die einsamen Momente und die Konzentration, während man alles auf einen einzigen Schuss setzt. Der seelische Druck beim Abdrücken, die Spannung in so einem Augenblick. Wir reden aber schon immer noch übers Schießen, oder? Ich muss von nun an all das durchstehen. Ich habe Angst. Deswegen darf ich mich doch wenigstens jetzt ein bisschen austoben, oder? Wollte ich nur gesagt haben. Die Erschütterung von eben wird keinen Einfluss auf den Zeitplan haben. Ich wiederhole. Die Erschütterung von ihm wird keinen Einfluss auf den Zeitplan haben. Cell macht einen auf Falcon! Punch! Am Gleis 1 fährt der Zug in die Wüste ein.
Am Gleis 3, der Zug nach Garden West. Der Zug nach Timber fällt heute leider aus. Oh, hier müsste dann 3 sein, oder? Ja, der Zug wird gerade inspiziert, kommen Sie später wieder. Richtung Wüste. Das ist doch Gleis 3, oder? Hier, 1, 2, 3. Und 3 wird inspiziert. Was ein Fake Call. Oder ist 3 woanders? Ich habe da hinten noch andere Zahlen gesehen. 3. Aber wenn wir da lang gehen, dann passiert doch nichts, oder? Wenn es hier jetzt noch eine Map gibt, dann hätte ich was Neues gelernt. Gibt's aber nicht, oder? Oder doch? Laufen wir gerade noch? Ja, wir laufen gerade noch. Aber jetzt ist vorbei. Ne, hier gibt's nichts. Ich wollte gerade sagen. Das wäre es jetzt gewesen. Wenn da jetzt ein neues Abteil gekommen wäre, was ich nicht kannte oder kenne, dann wäre ich richtig amazed. Squall, was ist? Wir werden Oberst Carwell besuchen, er wohnt im Beamtenbezirk. Offiziell sind wir als Verstärkung für die Sicherheitskräfte hier. Vergesst also unsere Tarnung nicht. Ob Laguna jetzt hier ist? Nun ja, Squall, ich glaube nicht. So, wir gehen ein bisschen spazieren. Warum denn auch nicht? So, eigentlich könnten wir hier mit Speed rumlaufen. Wo bin ich jetzt schon wieder reingegangen? Was ist denn los hier? Hä? Was? Hier geht's doch runter, oder nicht? Warte mal, wir kommen doch gerade daher. Dann kommen wir zu dieser Map? What? Ach so, ja doch, ist doch alles richtig. Ich bin gerade einfach verwirrt. Ich bin verwirrt. Naja, egal. Gehen wir mal zu dem Dude hier oben. Das hier ist die Villa von Oberst Carwell, aber so einfach darf ich sie nicht durchlassen. Er muss wissen, dass wir kommen. Wir sind darüber informiert, aber Oberst Carwell möchte sie zuvor als auf die Probe stellen. Er will uns wohl auf den Arm nehmen. Probe? Was sollen wir denn tun? Nördlich von dieser Stadt ist das Grab des unbekannten Königs. Sie müssen zuerst dorthin gehen. Eine einfache Aufgabe. Wenn sie dort sind, müssen sie eine Nummer ausfindig machen. Eine Nummer? Wir sind so weit gereist und er fängt mit so einer komischen Nummer an. Er unterschätzt uns jetzt vollkommen. Ah, es kommen jeden Tag so viele Schüler, um den Oberst zu sehen. Gestern kam jemand von Galbadia Garden aus dem Grab des unbekannten Königs. Aus dem Grab des unbekannten Königs ist er noch nicht zurückgekehrt. Nordöstlich der Stadt befindet sich das Grab des unbekannten Königs. Mein Gott! Gehen Sie in das Grab hinein und suchen Sie den Schüler. Bringen Sie seine Schülernummer in Erfahrung. Alles klar, Dankeschön. Das Objekt, nach dem Sie suchen müssen, liegt direkt am Eingang. Die Nummer steht auf dem Objekt. Anfänger sollten von dort aus nicht weitergehen, sonst kommen Sie niemals lebend heraus. Ich gebe Ihnen erst einmal eine Karte. Okay, Dankeschön. Ja, ist okay. Ich möchte raus aus der Stadt. Gut, ich werde sie begleiten. So, wir könnten theoretisch ein Auto mieten. Ich habe extra eigentlich dafür auch Treibstoff geholt. Einziger Vorteil, wir haben keine Random Encounter. Aber mehr Vorteile haben wir jetzt, glaube ich, auch nicht dadurch. Ich würde sagen, eigentlich ist das relativ unnötig in der PC-Version, weil wir den Speedboost haben. Sonst wäre das, glaube ich, eine andere Nummer gewesen. Aber egal, dann heizen wir mal so durch die Gegend. Wann miete ich denn schon in Final Fantasy ein Auto? Tja, jetzt ist es soweit.
So, aber Speed machen wir trotzdem an. So, zu diesem Strand wollen wir. So, ich denke mal, wir können alle hochheilen, bis auf Christus. Ja, einer von denen wäre auch interessant, tatsächlich. Wasserkristall wäre schon nice. Und Quiz ist gleich tot. Das ist nicht so nice. Ich hoffe, das waren diese Focker-Doubles. Und nicht die normalen Viecher. Fischflosse, oh nein. Waren das die normalen? Macht doch keinen Scheiß. Ups. Ja gut, jetzt haben wir zumindest die richtigen Gegner. Aber jetzt ist die HP von Quistis einfach zu hoch. Wie sie sich einfach ganz zerteilen. Wie unverschämt. Aber es wird ihm nichts nützen. Der Desionator ist einfach so mega klasse. Ist so. So, Krötenpanzer, 2 Stück. Ah, ist okay. Reicht die mir nicht sogar? 2 Stück? 2 Stück reichen mir, glaube ich, sogar. Hier aufgeschrieben? 2 Krötenpanzer, ja. Kann ich das schon mal abhaken? So, jetzt strebe ich aber hier Windgeflüster an. So, warte mal. Ich will mal jetzt gucken, wenn ich die jetzt angreife, kommen da jetzt... Ah, das sind wirklich die normalen, ey. Krass. Focker-Doubles finde ich auch in der Wüste, ne? Aber auch, glaube ich, hier am Strand. War das nicht so? Oh, da sind sie wieder. Unsere Schätzchens. Der Desionator ist übrigens auch zum Leveln später saugeil. Wie ich finde. Sehr, sehr nützlich. Am Tor zur Hölle. Hat er mal eine Timeye-Karte? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Aber ist okay. Wir müssen nicht unbedingt resetten. Unser Level ist noch niedrig genug. Thank you.
wie nett die Viecher doch sind, dass sie am Anfang scheinbar nur weißer Wind machen. Okay, fast nur weißer Wind machen. Ja, wieder ein Krötenpanzer, okay. Eieieiei. Mich wundert es, dass sie bei dir so oft kommen. Was, die Adamantheimer ist? Genau. Ist das nicht relativ normal? Also Krötenpanzer haben sie zumindest sehr oft im Loot-Table drin. Andererseits, wenn ich daran denke, wie oft man Behel-Mehel töten muss, um die Laserkanone zu kriegen, die vielleicht zu kriegen, dann wundert mich das nicht, dass ich für dieses Item Ewigkeiten brauche. Oh yeah! Ah, nice. Ah! Windgeflüster halten! Here we go! Speichern. Let's go. Endlich. Oh ja, Baby. Ich habe den Kampf innerlich gerade schon fast aufgegeben, wo ich mir gedacht habe, so, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, Quizzes hat weißer Wind gelernt. So ist es. Okay. Dann wollen wir mal zurück zur Karre. Und ich glaube, jetzt besorgen wir uns am besten Eisenrohre, schätze ich mal. Aber ich weiß gar nicht, mit welcher Partie. Ich weiß gar nicht, ob das okay ist, wenn ich Quistes level. Aber mit ihr wäre es am einfachsten, würde ich sagen. Mit ihr ist alles am einfachsten. Naja. Kakatrice ist auch erstmal in Ordnung. Von ihr kann ich doch auch was lernen. Und wann kriege ich das eigentlich? Oder wie hoch ist die Drop-Chance dafür? Und wie heißt das nochmal? Dieses Elektrozeug. Das Item. Was man braucht. Weißt du das gerade? Und kriege ich auch Items, wenn ich fliehe? Kokatrizfeder. Nee, das war es aber nicht. Wie hieß nochmal das Item? Ich komme da jetzt gerade gefühlt im Leben nicht drauf.
Ich glaube, das ist übrigens der falsche Wald. Und ich weiß auch nicht, ab welches Level die das droppt. Ah, ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Ich kann ja mal nachgucken. Was soll der Geiz? Cockatrice FF8. Korallensplitter heißt es wahrscheinlich. Hinterlässt häufig Korallensplitter, steht da. Selten die Feder. Ja, ich denke, das wird sein. Was bewirkt das gesuchte Item denn? Dass Quistis den Donnerspell lernt. Und hallo, Millionen Müller. Oder Million Müller, wie auch immer. Korallenspitzer, da, Elektra, so hieß das. Mein Gott, ich kam nicht drauf. So, Quizzes hat Elektra gelernt, läuft bei uns. Dann gucke ich dich halt am PC. Am Handy lässt mich Twitch nicht gucken. Guten Abend zusammen. Hey, Ika, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. So, wir speichern dann direkt wieder ab. Wir haben das nächste Item, was ich haben möchte, erlangt. So, und jetzt switchen wir mal eben kurz den Wald. Ich glaube, genau gegenüber müssen wir hier. Und vielleicht sollten wir uns heilen. Wäre, glaube ich, ganz nützlich. Eisenrohr und Küsschen-Tentakel bekomme ich auch noch vor Level 30, kann das sein? Habe ich zumindest hier so aufgeschrieben. Und Schlangen sind eigentlich auch ganz nice. Allerdings will ich die jetzt noch nicht usen. Oder töten, meine ich. Schlangenhaut brauchen wir nämlich auch noch. Warte mal. Jo, Wendigo, da haben wir den schon mal. Jetzt müssen wir nur Quizzes dazu kriegen, dass sie ihr... Oh. Wow. Die Senator nutzen kann. So. Mach dich mal weg. Und wir bekommen eine Eisenkugel. Okay, dann lass mich mal ganz kurz nochmal gucken. Wendigo FF8. 1 bis 19 Eisenrohr. Hinterlässt häufig Eisenrohr, Eisenkugel. 20 bis 29 Eisenrohr 2. Das heißt, ich habe eine höhere Chance sogar, das Ding zu klauen. Dann könnten wir theoretisch, sorry, dass das alles so ein bisschen durcheinander ist, wahrscheinlich Grendel zunächst töten. Drachenzähne kommen nämlich häufiger vor. Und Schlangenhaut. Nee, oh Gott, gut, schon Schlangenhaut, aber seltener. Ja, weil von 20 bis 29 gibt er dann nur noch Drachenschuppen. Wo finde ich denn jetzt am besten einen Grendel? Wartet mal. Wenn ich da oben fighte, reicht das für einen Grendel? Vielleicht ist der Wald auch gar nicht so schlecht. Wie war das nochmal? Oh, ich glaube, die mache ich auch mal fertig. Sind die da, sind die nicht immer da beim Garten an der Felswand im Wald? Ich glaube schon. Wir gehen mal gucken. Aber sind die, ja, sind die nicht auch da im Wald? Ja, doch, im Wald. You're right. Lass meine Quizzes in Ruhe. 100% spawnen. 100% sogar. Windfedern nehme ich.
Die brauche ich auch. Let's go, Leute. Das hast du mir beigebracht. Ich dir beigebracht? Und dann vergesse ich das selbst, oder was? Also, irgendwie, als ich gerade den Wald gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, da gibt es auch Grendel. Aber dass es 100% ist? Deswegen wundere ich mich gerade, Lul. Ich wundere mich auch, Lul. Oh, ganz viele Heulsusen. Don't cry. Sechs Schrauben. Oh yeah, baby. So, jetzt kuscheln wir mal hier mit der Wand. Ja, stimmt, ey. Da waren die wirklich zu 100%. Ich hab's vergessen. Drachenschuppen? Was? Wie bitte? Wie bitte? Wie kann das denn sein? Wieso ist mein Grendel Level 20? Ja, Mahlzeit. 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 Oh Gott. Ja! Töte halt... Quiz ist auf dieselbe Art wie gerade eben auch. Als ob. This can't be happening. Aber Ika, ich hoffe, dir geht's gut soweit. Oh. Oh boy, Alter. Did I miss something? Bin ich schon zu hoch oder so? Speichern wir nochmal unten. Warte mal. Oh scheiße, jetzt bin ich in den Wald reingelaufen. Aber die sind auch cool. Aber warte, ich darf kein Level hier haben. Stopp. Halt, stopp. Also ich meine, Drachenschuppen brauchen... Brauchen wir Drachenschuppen? Eigentlich? Jawoll! Töte sie einfach! Da! Da gibt es ein Multikulti von mir, hier, vom Feinsten. Das juckt dich zwar nicht, aber ich mach's einfach normal. Und dann nochmal! Oh ja, Baby! Und dann mache ich es nochmal. Das ist die Multiception. Nein. Ganz schön robust das Ding, ey. Ganz schön robust. Ach so, das gilt eigentlich theoretisch als Death. Ich bin gestorben. Theoretisch. Ich werde es mal als tot. Ich verstehe es jetzt trotzdem nicht. Wieso kriege ich keine Drachenzähne?
Ey! Ist seine AI irgendwie so programmed, dass er einfach auf den Lowsten geht? Ich verstehe es nicht. Ich bin verwirrt. Level 1 bis 19. Raubendrachenschuppe hinterlässt häufig Drachenzahn. Wie kann das dann sein? Kann einfach nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. War das nicht ab einem Gesamtlevel von 20? Eigentlich unter 20. Warte mal. Und ab 20? Der killt jetzt schon wieder Quistes, oder? Raste gleich aus. Ab 20 hinterlässt häufig Drachenschuppe und Drachenzähne. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich habe keine Ahnung. Haben die hier vielleicht an der Stelle einfach ein anderes Level? Ich kann natürlich nicht sehen, was sie haben. Aber es ist schon merkwürdig. Und, lass mich raten. Okay. Ich habe durch das Multikulti wenigstens noch ein bisschen Zeit bekommen. Ich bekomme einen Drachenzahn. Wow. Und diesmal ist aber Renoir in der Party. Ich weiß nicht, ob sie den Durchschnitt halt runterreißt. Wäre natürlich wünschenswert. Geht doch. Wo war das Problem gerade? Also ich weiß noch, dass ich mit allen hier so 25, 26 war und nur Drachenzähne bekommen habe. Ja, dann weiß ich auch nicht. Also wir müssen auch nicht. Wir sollen, glaube ich, auch gar nicht Renoir leveln. Ich weiß es einfach nicht, ob wir die leveln sollen oder nicht. Ich wüsste es so gerne. Und jetzt passieren wieder nur weirde Shit-Sachen, wenn ich jetzt die Party switche. Pass auf. Da! Habe ich jetzt 4 oder 3? Wie viel habe ich? Reicht, ne? Brauche ich noch für irgendwas Drachenzahn? Sagt bitte nein, Jungs. Ich sag ja, wenn ich mir irgendwas nicht merken kann, dann sind das irgendwie Sachen in FF8. Ich weiß nicht, woran es liegt. Nein, genau andersrum eigentlich. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich brauche keine anderen Sachen. Wir gehen einfach davon aus, okay? Und wir haben 1000 AP mit Squall. Juhu! Okay, alles klar. So, hier haben wir es fertig gemacht. Welches, was ist das überhaupt für ein Wald? Monterosa Hochebene. Ich habe hier gerade ein Küsschen gesehen. Den finde ich eigentlich ganz geil. Und ein Wendigo finde ich auch geil.
Gib mir deine Eisenrohre. Okay, dann gib mir halt eine Kugel. Ich gebe mir eine Kugel.